Aber Matthias Malmö, die kennt doch gefühlt jeder. Der Johnny aus dem letzten Eck, Digga. Komisch. Da meinte ich, nein, das kann nicht sein, weil der Herr ist seit 10 Uhr in einem Termin bis um 12 Uhr. Ah. Wir waren verabredet. Uiuiui, ui, ui. Das gibt Ärger für den Herrn. Wir zwei waren verabredet. Uiuiui, ui, ui. Er spricht ihn direkt an. Das ist ein direkter Front. Oh oh. Für ein persönliches Gespräch zur Wiedergutmachung, um unsere Beziehung zu verbessern, um wieder grün miteinander. Der ist gekündigt. Zu werden. F für den BMW-Filialleiter. Damit ich weiterhin bei euch im Autohaus bleibe. Und der Herr, der hatte leider einen Termin. Genau zu dem Zeitpunkt, wo wir einen Termin hatten. Und wir haben am Freitag, vielleicht, ich glaube, es war Montag, wir haben am Freitag noch geschrieben, ja, alles klar, ich freue mich, Sie um 10 Uhr persönlich kennenzulernen, Herr Malmedy. Hat er mir geschrieben. Und am nächsten Werktag... Es ist Porsche, guck links, der Kalender und das Auto. Oha, ja, stimmt, Bro. Wenn er einen Porsche-Kalender hat, Digga, dann wird es bestimmt Porsche gewesen sein, ja? Da auch mal nochmal ein Clap in den Chat für Detektiv Conan, der aller Echte, der hier bei uns rumsitzt, Digga. Er hat es am Kalender erkannt. Er hat den Kalender gesichtet und hat uns hier die wichtigen Top-Secret-Informationen mitgeteilt. Danke, Bruder. Vielen, vielen Dank, Mann. Du solltest auch vielleicht überlegen, zum FBI zu wechseln, Bruder. Würde ich bestimmt nehmen. Zeig dir einfach den Clip hier vom Stream. Sag, yo, ich habe Matthias Malmedy Video gesehen. Der hat einen Porsche-Kalender, hab das aufgedeckt. Nimm mich, FBI. Los. Bewerbung raus. Da hat er einen anderen Termin. Obwohl wir eigentlich einen Termin hatten. Wisst ihr jetzt? Ich krieg Puls, während ich das erzähle. Weil ich finde es wirklich krass. Und nochmal, es geht nicht darum, dass das der Herr Malmedy ist. Ich nehme sogar an, dass wenn ich nicht der Herr Malmedy wäre, sondern der Herr Meier, dann hätte ich den Termin bei dem Herrn gar nicht gekriegt. Ja, safe call, natürlich. Weil dann hätten die gesagt, ja sorry, da muss irgendwas schiefgelaufen sein, tut uns leid. Safe. Das wäre dann ich. Seid nächstes Mal wieder anders, ne? Das wäre dann ich gewesen, ja. Aber wenn ich das dann schon mache und ich mache diesen Termin aus. Danke. Und ich will den Kunden, egal wie der heißt, zurückgewinnen, dann kann ich doch nicht sowas bringen. Ist wirklich krass. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Dann mache ich das halt unten mit den Damen. Ich hoffte natürlich, dass sie mittlerweile ihre Stulle aufgegessen hat, dass bei der zweiten das Telefonat beendet ist und dass nicht die dritte angefangen hat, die Stulle zu essen. Ey Leute, es tut mir so leid, aber es ist wirklich... Leute, die für 10.000, für 20, für 30, für 100, für 150, für 350.000 Euro Autos kaufen bei einem Autohersteller, die dürfen nicht so behandelt werden. Und zwar egal, wie sie heißen, wie sie aussehen, was sie für einen Beruf haben oder was sie für ein Auto gekauft haben. Fühl ich, Chat. Das, also, ich sag am Ende nochmal was dazu. Da waren viele Sachen dabei, die fände ich jetzt nicht so schlimm, glaube ich. Aber das, was er sagt, stimmt. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht. Einzelchat, wer so eine Erfahrung schon mal gemacht hat, Digga. Du gehst in Autos rein mit der Intention, ein Auto zu kaufen, Bruder, und wirst behandelt wie der letzte Dreck. Und denkst dann einfach, Digga, dann leck mich am Arsch. Dann gebe ich mein Geld woanders aus, Digga. Wisst ihr, wie ich meine? Ich fühle das schon, Digga. Ich kann das schon irgendwo verstehen. Ich prangere das an, dass Kunden so in einem Premium-Autohaus behandelt werden. Dann bin ich runtergegangen, hab mich da gemeldet, hab gesagt, hier Leute, ich habe einen Rückruf und so weiter und so fort, könnt ihr das bitte machen? Der Mensch, der sich dann um mich gekümmert hat, war super nett. Bin dann natürlich irgendwann in die Werkstatt reingelatscht, hab die Leute vollgelabert und sie gefragt, was ist denn das und was macht ihr jetzt und mit wie viel Drehmoment ziehst du die Schraube da wieder an und so weiter und so fort. Also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr netter Chat mit den Jungs, die dann wirklich arbeiten, Oberpremium. Und sensationell, Kompliment geht raus, da an diese Abteilung. Dann war ich irgendwann fertig und dann bin ich zu den Mädels nochmal gegangen. Hab gehofft, dass die eine Dame mit ihrer Stulle fertig ist. Und dem war auch so, die waren dann ansprechbar. Dann habe ich halt gesagt, so ja Leute, ich bin hier wegen diesem Rückruf. Und habe so gedacht, so, ja, was machst du denn jetzt die Stunde? Dann habe ich so auch mit ihr wirklich geredet und habe so, ja, dann gucke ich mir hier, glaube ich, jetzt so ein bisschen die Autos an. Ja, ja, kein Problem. Klammer auf, wenn Sie ein Wasser möchten oder einen Kaffee, sagen Sie einfach nur Bescheid. Wir haben alles da, Herr Malmedy. Viel Spaß mit unseren Autos. Nein, hat sie nicht gesagt. Ja, okay, Digga. Aber, Bro, Mann, war das Königseck oder Lamborghini oder so? Ich weiß nicht, Digga, wo der Typ Auto kaufen geht. Vielleicht... Chat, keine Ahnung, vielleicht wird er halt normalerweise ganz anders behandelt. Also bei mir ist es so, ich werde so eigentlich immer behandelt, Digga. Also, ja, ich wurde es noch nicht wirklich, ich habe es die Erfahrung nicht gesammelt, dass ich großartig anders behandelt wurde. Vielleicht kenne ich es auch einfach nicht. I don't know, vielleicht hat er einfach bis jetzt andere Erfahrungen gemacht. Ist zu einem gewissen Grad verständlich, Digga. So, es wäre schön, wenn die es machen würden, aber finde ich es ein bisschen übertrieben, um ehrlich zu sein. Also... Es ist wirklich, eigentlich ist das... Finde ich ein bisschen, ja... ...ein Schulungsvideo für Autohäuser, ja?
Es ist so krass. Also was wirklich, was du an einem Kunden alles für Fehler machen kannst. Ich bin jetzt natürlich auch ein echter Pingel, aber nochmal, ich finde, das ist gerechtfertigt. Dann ging es aber weiter. Es geht tatsächlich noch weiter. Ja, hat aber recht, Chat. Eins im Chat, wenn es schon irgendwo gerechtfertigt ist, eine Cola zu bekommen, wenn man auf sein Auto wartet. Oder nicht? Hat er schon recht. Hat er recht. Dann bin ich in den Neuwagenbereich gegangen und habe mir dort wirklich alle Autos angeguckt. Und eins habe ich mir besonders genau angeguckt. Und was glaubt ihr, wie viele Verkäufer haben mich angesprochen, ob ich das Auto kaufen will? Null. Ja, fühle ich aber, Digga. Das fühle ich zu 1000%. Das ist bei mir, also immer. Wirklich immer. Niemand hat mich angesprochen. Niemand. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, ja, dass ich so unkommunikativ wirke oder sowas. Dann ging es weiter und zwar, dann bin ich da durch den Gebrauchtwagenmarkt durchgelaufen. Da saßen Verkäufer so überall auf ihren Bänken, auf ihren Schreibtischen, auf ihren Stühlen saßen die da so. Morgen. Hab gegen ein paar Reifen getreten, hab mir die Autos angeguckt. Niemand hat mir angesprochen, außer guten Morgen. Da könnte man jetzt sagen, ja cool, die lassen einen wenigstens mal in Ruhe und schwafeln einen nicht voll. Aber ich sehe das anders. Ich will ja Informationen. Ich gehe ja dahin, um irgendwas rauszufinden, um schlauer zu werden, um nicht genauso doof wie ich bin, wieder aus dem Laden rauszugehen, sondern ich will irgendwas mitnehmen. Ja? Und dann bin ich in den Neuwagenbereich gegangen. Dort stand, unglaublich schlecht präsentiert, das absolut neueste Produkt, mit dem dieser Laden sehr viel Umsatz machen möchte und muss. Auch ein Elektrofahrzeug. War so ein Aufsteller daneben. Elektrofahrzeug? Was ist das für eine Marke, Digga? Mercedes, oder? Der natürlich auch relativ schief stand. War ja erst 10.30 Uhr. Oder meint ihr echt Porsche-Chat? Ne, da ist wahrscheinlich schon jemand schon da dran gestoßen, aus Versehen, und dann hat das keiner wieder gerade hingestellt. Und das sah auch nicht so cool aus. Aber der Gipfel war, dass die Motorhaube so aufgeklappt war, also so in dieser ersten Springposition war, und es kam ein Kabel daraus. Zu dem Aufladegerät quasi. Also das Ding wurde quasi, die normale Batterie wurde quasi am Laufen gehalten, den ganzen Tag über. Das sieht natürlich, wenn du jetzt davor stehst und machst ein Foto oder guckst dir das Auto nur an, sieht das natürlich so halb cool aus, wenn die Motorhaube erstens nicht zu ist und zweitens da so ein Kabel rausguckt. Gucke ich weiter und hinter diesem Aufsteller, der ungefähr auf Höhe des Fahrerspiegels stand, lag dahinter eine Kabeltrommel. So schnell aufgewickelt. Und dann ging die Kabeltrommel einmal ganz quer durchs ganze Autohaus durch und dann irgendwo in die Steckdose rein. Danke. Da denke ich mir doch, Leute, was ist los? Wir wollen Elektroautos verkaufen. Wir nehmen mal an, ein etwas älteres Ehepaar kommt da rein und guckt sich das so an und denkt sich, boah, guck mal hier, da musst du mit der Kabeltrommel rummachen und so, und dann kriege ich noch eine gewischt, also viel zu gefährlich. Komm, ich nehme einen Benziner. Ich meine, so kannst du doch so ein Produkt nicht präsentieren. Das ist doch, wie kann man sowas machen? Unfassbar. Egal, kann sein, dass ich pingelig bin, ist egal. Ich steige in dieses Auto ein und unten auf dem Teppich ist Dreck, als wenn ich damit eine ganze Woche im Herbst durch die Gegend gefahren wäre. Und es war Sommer. Und es ist wirklich, wie kann man in einem Autohaus eine Fußmatte nicht aussaugen? Das muss zum Standardprogramm gehören von den Praktikanten, von wem auch immer, von den Werkstudenten, dass die Autos sauber sind, dass da keine Toucher drauf sind und so weiter und so fort. Das hat auszusehen wie auf einer Messe. Aber wenn ich als Kunde in ein Auto einsteige und da ist Dreck unten drin, das Lenkrad steht schief und der Sitz ist irgendwie so auf 7:30 gedreht. Ist ja pingelig. Ich sage aber nur was dazu. Das Video ist eh gleich zu Ende, Chat. Dann denke ich mir noch so, wollt ihr mir dieses Auto verkaufen? Wollt ihr mir das präsentieren? Oder ist es euch einfach nur Wurst? Dann setze ich mich hinten rein, steig wieder aus, mach die Tür zu, mach den Kofferraum auf. Ich tue so, als wenn ich mich 1A für dieses Auto interessieren würde. Ich mime sozusagen einen Kunden. Es ist wieder das passiert, was auch vorher in dem anderen Autohaus, was zusammengehört, nur eine andere Marke, passiert ist. Es hat mich niemand angesprochen. Niemand. Irgendwann habe ich dann so nach hinten geguckt. Da standen die Verbrenner, da standen dann die Schreibtische. Da hat mich einer so angelächelt. Da habe ich so zurückgegrinst und so, ja. Und dachte so, du signalisierst jetzt sogar aktiv, Mann. Ja, aber kann es nicht auch sein, Digga, dass sie einfach ihn nicht abfacken wollten, Chat? Dass sie sich einfach dachten, ja, okay, ist Matthias mal mit, ich lasse dir mal lieber in Ruhe. Yes, dass du dieses Auto vielleicht kaufen willst. Und dann kam dieser Herr zu mir, sehr, sehr freundlich, meinte so, ey, cool, dass du da bist, Matthias, ey, unfassbar, ich kenne dich normalerweise nur aus dem Fernsehen. Ich so, ja, alles cool, alles entspannt, ne? Guck mich hier ein bisschen um. Er so, ja, cool, können wir vielleicht ein Foto machen? Ich so, ja, ja, klar, logisch, können wir auf jeden, ne? Und dann haben wir halt ein Foto gemacht zusammen und dann war der so, okay, alles klar, viel Spaß noch, ciao. Ja, ich glaube, das lag halt auch zum großen Teil daran, Digga, dass die einfach dachten, yo, als ob der jetzt hier ein Auto kauft, ich will ihm einfach, ich lasse ihm seine Ruhe, Digga, der soll mal ein bisschen rumgucken. Wisst ihr, wie ich meine? Interessierst du dich für das Auto, Matthias? Verkaufen wir dir jetzt noch ein Auto? Nachdem wir oder die waren aufgeregt oder so, weil die ihn gesehen haben, wussten nicht, wie sie handeln sollen, keine Ahnung. Wie gemacht haben? Nein, nichts. Ich weiß nicht, was er gedacht hat, was ich in diesem Autohaus mache. Der Typ ist auch gefeuert, F-Chat. Aber er dachte auf jeden Fall nicht, dass ich ein Auto kaufen könnte. Abschließend
könnte man jetzt natürlich auf die Idee kommen, okay, was ist danach passiert? Wenn ich der Herr gewesen wäre, mit dem der Herr Malmedy einen Termin gehabt hat, ne, dann hätte ich ja um 12 oder um 12:30 oder um 1 nach dem Termin, / nach dem Mittagessen, nach der Mittagspause, nach dem Kaffee, nach der Mittagspause, also spätestens um 14.30 Uhr, hätte ich diesen Herrn Malmedy mal angerufen. Hat der Herr aber nicht. Er hat mir 3 Tage später eine SMS geschickt. Wollte mal nachfragen, ich habe die SMS bis heute nicht gelesen. Danke. Ich wollte mal nachfragen, oha, zickig, fragen, ob mit Ihrem Termin alles klar gelaufen ist. Das war die Vorschau. Ich wollte einfach nicht weiterlesen. Soll ich mal nachgucken? Komm, oha. Das ist eigentlich die Überhöhe. Das ist jetzt nochmal so ein Kracher. Hallo Herr Malmedy, leider haben mich meine Mitarbeiter nicht aus meinem Meeting herausgeholt, um Sie persönlich zu begrüßen. Hätte gerne einen Kaffee mit Ihnen getrunken. Hat denn alles zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert? Lieben Gruß, Herr Und das muss ich jetzt wirklich sagen, also in dieser SMS schiebt er die Schuld auf seine Mitarbeiter. Und das finde ich, geht gar nicht. Also das kann man einfach nicht machen. Da muss man einfach sagen, ey, sorry, ich habe das voll verpennt. Ich habe ein Fettnäpfchen nach dem anderen, Chat. Termin gehabt. Es tut mir ultra leid, das nächste Mal, wenn du da bist, trink mal einen Kaffee. Einfach nur, tut mir leid, sorry. So macht man das, glaube ich. Also so würde ich es auf jeden Fall machen. Hatte aber nicht. Also ihr könnt euch vorstellen, nächstes Auto wird was anderes. Danke. Hundertprozentig. Und das Autohaus wird ab jetzt auch gemieden. Es ist einfach so, es macht einfach keinen Sinn. Ist jetzt mal ein anderes Video gewesen. Matze regt sich auf und ich trinke jetzt mal einen schönen halbwarmen Tee, um wieder ein bisschen runterzukommen. Und ihr geht schlafen, steht auf, steigt aus der S-Bahn aus oder was auch immer ihr macht. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß dabei. Schöne Grüße und ich habe Lust. Ja, okay, Chat. Video ist zu Ende. Jetzt mein Statement zu der ganzen Sache. Also, ich habe jetzt öfter bei mir auch im Chat gelesen, von abgehoben und pingelig und so weiter. Ich glaube aber, dass viele von den Leuten, die hier gerade zugucken oder im Chat sind, dass die selber noch nie in der Situation waren, ein Auto zu kaufen, Digga. Also soll es gar kein Front sein. Aber jeder, der sich schon mal ein Auto gekauft hat, so, hat so eine Erfahrung wahrscheinlich schon gemacht. Und klar ist er jetzt auf alle Punkte eingegangen und er war auch schon ein bisschen pingelig bei manchen Sachen, Digga. Aber das sind halt, er wollte mit dem Video quasi zeigen, wie es richtig gemacht werden sollte, so in einem Autohaus. Und man muss einfach sagen, Digga, und ich habe auch selber schon die Erfahrung gemacht, Chat, es gibt halt einfach super viele Autohäuser, die extrem, also die machen einfach einen schlechten Job. Und ich dachte halt bei mir damals immer so, oder bei mir denke ich mir halt immer, yo, ich bin halt ein junger Typ, ich laufe rum wie ein Obdachloser, ich habe Tattoos und so, danke, die nehme ich halt nicht ernst, wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen werde ich so behandelt, Digga. Weil, Real Talk Shit, bei mir ist so, wenn ich jetzt zu Mercedes ins Autohaus gehe, wenn ich jetzt so reingehe, Digga, und ich würde da so reingehen, Digga, da wird mich nicht ein Mensch mit dem Arsch anschauen. Nicht einer, Digga. Weil die gucken mich alle an und denken sich, ach, guck mal, der kleine Johnny da mit seiner Jogginghose und Tattoos, Digga, der macht hier einen auf keine Ahnung wer. Der hat sowieso kein Geld für die Autos hier. Wisst ihr, wie ich meine? Der hat sowieso kein Geld, Digga. Und das ist halt dann traurig, Bruder. Und es ist ja auch scheißegal, wie teuer das Auto ist, was du dir kaufst. Selbst wenn du irgendwie ein günstiges Auto kaufst, sagen wir mal für 10.000 Euro, ein gebrauchtes Auto, okay? Bruder, du gehst doch dahin, Digga, und es ist ja ganz oft so, es gibt viele Leute, die sparen mega lange auf das Auto, die freuen sich, die wollen eine geile Erfahrung machen, dann gehen die in das Autohaus, vielleicht kennt es der ein oder andere auch von euch, gehen in das Autohaus rein, Digga, und du wirst halt einfach behandelt wie der letzte Dreck. Und du denkst dir so, Bruder, ich hab hier gespart, ich habe monatelang gearbeitet, jahrelang gearbeitet, um mir das Auto zu kaufen, und dann werde ich hier behandelt wie so ein Idiot, Digga. Und das ist halt, das fuckt halt einfach ab. Das fuckt einfach ab. Und was man auch noch sagen muss, natürlich fuckt es dich noch mehr ab, Digga, oder es triggert einen noch mehr, Chat. Danke. Wenn du halt ein teures Auto kaufst. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn du richtig sagen willst, ein Auto, was über 100.000 Euro kostet, Digga, das ist so verfickt viel Geld. Und wenn du dir so ein Auto kaufst und dann reingehst und einfach behandelt wird wie der letzte Keck, so, dann triggert's. Und deswegen fühle ich das auch, Digga. Deswegen fühle ich das auch. Klar kann man sagen, yo, einige Punkte waren voll übertrieben und so. Danke. Aber ich glaube, der wollte halt einfach zeigen, wie man es richtig machen sollte im Autohaus, Digga. Wisst ihr, wie ich meine? Wie das sich eigentlich gehören sollte, Digga. Ja, das ist mein Danke. Statement. Falls dir dieses Video gefallen hat, lass gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Reaktionsvideo wieder. Hab dich lieb. Auf Wiederhören. Tschüss, dein Mogli.